So, weiter wenn es geht in meinem Let's Play Venetica. Im letzten Teil haben wir Kapitel 2 abgeschlossen. Es ist aber noch nicht ganz beendet, denn es fehlen noch gewisse Missionen. Also ist das Let's Play, also noch lange nicht vorbei, das heißt recht, aber trotzdem, ich meinte eigentlich, dass das zweite Kapitel noch nicht zu Ende ist, also der inneren Bezirk, weil ich nämlich einiges noch zu tun habe hier. Und deswegen geht es jetzt hier erstmal weiter. Und ich glaube, ich laufe gerade falsch rum. Ja. Supi. Ja, um die weiteren Missionen im inneren Bezirk zu erlangen, muss ich zum Richter. Denn ich bin ja eingebrochen und muss jetzt bezahlen. Und erst dann möchte der komische Hauptmann mit mir reden und so weiter und so fort. Und erst dann kann ich in die Katakomben gehen und eine neue Fähigkeit erlernen und blablub und so. Ja. Also, der Richter ist gleich hier um die Ecke. Ah, sie soll die Richterstube betreten. Dass ich aber auch immer zum Richter gehen muss. Na egal. Es kommt nicht oft vor, dass ich solch formvollendete Manieren erlebe. Du bist sicher gekommen, um dein Vergehen zu zahlen. Dessen bist du angeklagt. Du hast einen Bürger von Venedig ausgeraubt. Wirst du die Strafe bezahlen? 850, bitte. Ich werde zahlen. Einen Moment, bitte. Wunderbar. Wieder ein Fall abgeschlossen. Die betroffenen Personen werden auf der Stelle benachrichtigt. Immerhin funktioniert dieser Teil der Verwaltung einigermaßen. Was kein Wunder ist, wo er doch die Münzen in der Geldbörse des Dogen klingeln lässt. Danke und nimm dir einen Tee. Ja. So, da hast du einen Tee und tschüss. Naja, egal. 250D, die habe ich locker gehabt, also von daher, ist ein bisschen der Schaden ums Geld, nee. So. Dann gehe ich wieder zu meinem Gondelärchen. Der soll mich dann wieder zurückfahren. Ja, ich weiß, dass da ein Geheimgang ist. Brauchst du mir nicht andauernd zu zeigen mit deinem Signalen, liebes Spiel. Aber trotzdem, Dankeschön. Aber den Geheimgang habe ich schon entdeckt, erforscht. Was auch immer. Das war der Falschaufgang. Aber hier ist diese komische Rabe. Okay. Jetzt ist das der Ratte gewesen, nicht der Rabe. Meine Güte. Warum müssen die beiden auch den gleichen Namen haben? Naja, total egal. Halt. Gondelärchen. Wo ist mein Gondelärchen? Ah! Hab dich gesehen. Wie kann ich dir helfen? Reisen. Ich Ich möchte die Gondel benutzen. möchte Langsam. die Gondel benutzen. Ja, ich kann es Wo auswendig. möchtest du? Nein. Nein. Kadenziale. So. Na komm. Spiel. Ich weiß Ach, ihr wisst doch nie was. Ich weiß nicht. Jedes Mal der gleiche Scheiß, was ihr labert. Denkt euch doch mal was Neues aus, wie zum Beispiel, Moment, jetzt muss mir was ganz Kreatives einfallen. Da ist ja wer. Nee, das haben wir ja schon gehabt. Ach, egal. Nee, da kann es nicht, kann ich nicht weitergehen. Wo ist die ganze Wache? Sieht gut aus. Hm.
Oh, ich habe eine Orientierung hier immer wieder. Egal. Sieht gut aus. Unglaublich. Ich meine, langsam muss das doch jedem auf den Nerv gehen. Sieht gut aus. Dann schwimm mal halt eben durch die Gegend. Vielleicht finde ich ja dann das besser. Und mit dem Schwimmer wird es im letzten neuerdings noch mehr Glück als sonst. Nee, hier bestimmt nicht. Was ist hier? Moment, habe ich es einfach gefunden? Ja! Gefunden! Da. Wo ist er denn? Da! Oh! Deiner Rüstung nach zu urteilen, gehörst du wohl zur Garde! Für die Banditen. Blut für die Banditen fallen. Ich habe mich um die Banditen gekümmert. Gut gemacht. Hier ist deine hochverdiente Dankeschön. Belohnung. Nach Aufträgen fragen. Hast du Aufgaben für mich? Ich habe keine offiziellen Aufträge für Söldner. Aber die Banditen in diesem Bezirk sind eine regelrechte Pest. Und wir haben noch immer nicht das Nest der Brackläufer in den Katakomben gefunden. Ich könnte dir für deine Hilfe ein paar Dukaten bieten. Und deinem Ruf wird das auch nicht schaden. Mehr über das Brackläufer-Problem hören. Erzähl mir mehr über das Nest der Brackläufer. Also ich glaube ja, dass die Färber schuld sind. Keiner weiß, was geschieht, wenn sie ihre Farbstoffe in die Katakomben geben. Leute, spult kein Giftmittel ins Wasser. Brackläufer einen Ursprung, ein Nest haben. Aber wir haben es noch nicht gefunden. Es scheint tief in den Katakomben des inneren Bezirks verborgen zu sein. Noch etwas? Erzähl mir mehr über die Sache mit den Banditen. Wenn du tapfer genug bist, kannst du den Kerlen bis zu ihrem Versteck folgen. Wenn der Tag anbricht und sie sich wieder dort verkriechen. Noch etwas? Ich komme später wieder. Ja. Genau, bis später. Ja, dafür will ich jetzt wieder... Nein! Dafür werde ich jetzt wieder einen speziellen Schlüssel gebrauchen. Den ich aber erst im nächsten Bereich bekomme, also erst im Arsenalbezirk. Und da bin ich ja noch nicht. Noch lange nicht. Ich bin noch etwas länger davon entfernt. Denn die Katakomben und der ganze Gruschtier kann einfach dazu. Innerer Bezirk betreten. Yep, yeah, yeah. Komm. Ich weiß nicht. Okay, weiß du nicht. Weißt mal wieder nichts. So. Da ich ja am Bord der Klaue war, kann ich nun in das persische Handelshaus gehen. Und da werde ich jetzt auch reingehen. Betreten. Denn oben auf dem Dach muss ja eine Medizin liegen, die wir brauchen. Ja, schön, dass mein Spiel gespeichert wird. Ich möchte was sehen. Dankeschön. Du siehst aus wie jemand, der einem Kampf nicht aus dem Weg geht. Vielleicht kann ich dir ein paar neue Taktiken beibringen. Körperfertigkeiten lernen. Lehre mich Kampffertigkeiten. Ich kann deine Fertigkeiten mit der Axt verbessern. Oder willst du etwas anderes lernen? Na, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe 40 Punkte zum Aufrüsten. Das heißt, ich werde jetzt als allererstes mir die Mondklinge-Parade holen. Was ist das eigentlich? Todeswelle. Hol ich mir auch gleich. Cool. Na super, das kann ich auch noch aufstocken. Oh. Sie haben jetzt für den Meister der ersten Sperre. Okay. Was auch immer. Alt, ich möchte. No. Das hier.
Und dann nehme ich noch mit den Todesbiss. Gut. Also er könnte mir sozusagen fast alles beibringen, bis auf das hier. Moment, Moment, wo ist es denn? Das da. Schildschlag. Gut. Jetzt habe ich mir eine Menge gelernt und ihn spreche ich jetzt auch noch an. Wie schön, Ein ein Kunde. Kunde. Was wird hier gehandelt? Was für Dinge verkaufst du? Nun, jetzt, wo meine Söldnerfreunde die Die Heimreise Heimreise. angetreten haben, dachte ich, es gäbe bestimmt ein paar Leute, die interessiert an dem wären, was sie, sagen wir, Hallo, ich habe sie zurückgelassen getötet. haben. Handeln. Zeig mir deine Waren. So, verkaufen wir dem erstmal ein bisschen was. Zum Beispiel die persische Krise, die habe ich jetzt 6000 Mal hier. Boah, 112 imperiale Münzen. Oh Gott. Ich trage zu viel Zeug mit mir rum. Dam, 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 dam. Aber die ganzen Anzeige hier, mit was es ist und was es nicht ist, kann ich fast nichts lesen. Ah! Na egal. Genau, Sei ich wollte mich was willkommen. in Waffen anschauen. Zeig mir deine Waren. So. Die habe ich. Die meisterliche. Bla bla bla. Genau. Die macht Schaden 114 und die macht Schaden 122. Ausgewogenes Langschwert. Habe ich das nicht auch schon? Ich habe einfach schon so viel. Nee, habe ich nicht. Okay. Aber hier habe ich noch was zum Verkaufen. So, bitteschön. Donnerschlag, diese Waffe kann berüchtigte Türen einschlagen. Ach, wirklich jetzt? Boah, nee du. Egal. Mehr brauche ich auch nicht von euch, denn ich brauche ja eigentlich nur noch die Medizin auf eurem Dach. Aber wie komme ich jetzt auf euer Dach? Dun, dun, dun. Ah, da hinten ist ein Ausgang. So. Jetzt erzähl mir nicht, die muss hier irgendwo liegen. Doch, einfach Truhe suchen. X Kreis X Viereck Dreieck Kreis X Kreis X Nein. Ja, welches Dorf soll sich das auch merken? Also, es war ein bisschen uncool. Na egal, nochmal. X Kreis. X. X. Vier. Dreieck. Kreis. X. X Kreis. X. X. Vier. Dreieck. Kreis. X. Gut. So. Alles mitnehmen. Hab grad was davon wieder verkauft und krieg's schon wieder. Ich brauche aber eine Medizin. Eine Medizin. Wisst ihr, was eine Medizin ist? Anscheinend nicht. Was soll denn dieser Stab da? Hallo, ich war Stab Dancing. Okay. Ach ja, das ist doch diese Fallgrube hier. Aber wo zum Teufel soll es hier bitte? Moment, wir lesen. Wir schauen uns mal den Auftrag an. Er muss Medizin heißen. Genau, besorge Medizin für die kranke Frau. Die Frau eines Bürgers ist krank, doch die Rüstung. Die Medizin wird auf den Dächern des Amphitheater Handelszentrum gelagert. Amphitheater Handelshauses. Die Medizin wird auf den Dächern des Amphitheater Handelshauses gelagert. Da bin ich doch gerade. Patches Handelshaus. Ach, wie komme ich denn bloß auf eure Dächer? Gar nicht, oder was? Eine Kiste war auch nichts. Gut, dann.
muss es einen anderen Weg geben, um auf das Dach zu kommen. Ach, immer diese Wege. Nee, hier ist nichts. Gut. Dann verlasse ich euch wieder. Tschüssi! Komme ich da bloß hoch? Haus betreten. Nee, dann bin ich wieder bei dem kranken Typen hier. Wir brauchen dringend die Medizin. Ist ja gut. Bin nicht schwierig oder so. So, bei dir muss es da auch einen Ausgang nach oben geben. Nein, natürlich nicht. Sowas ist in seinem Haus nicht vorhanden. Gibt es unten noch einen Ausgang? Ja, gibt es. Oder gehen wir in den unteren Ausgang? Dadam. Wie komme ich bloß auf dieses Handelshaus rauf? Oh, jetzt habe ich mir erstmal auf der Karte anzeigen lassen, dann kann ich es auch nicht verfolgen. Was zum? Ja, wo bin ich? Der Pfeil bin ich, okay. Bin ich jetzt schon wieder? Ach Mensch, auf der Karte erkennt man wirklich sehr viel. Kann ich irgendwie zoomen, Ziel markieren, Karte schließen, Auswahl, verschieben, zoomen. Ah. Okay, ich bin hier und mein Missionsziel ist nicht vorhanden. Gut. Super. Ach nein. Lasst es doch einfach sein mit eurem Sieht gut aus. Ich muss immer so rüber, als wenn ihr nichts Besseres drauf hättet, außer zu sagen Sieht gut aus. Ist hier irgendwo ein Schattenportal oder was? Ja, tatsächlich. Cool, cool, cool. Eine geheime Kammer. Wirklich. Boah, nee. Was ist denn das? Okay. Möchte was sehen? Spiel hör auf zu laden, wenn du speierst. Moment, das alles für ein paar Vasen. Na, herzlichen Glückwunsch. Naja, egal. Ah, ich lauf schon. Yippie, du sollst es betreten, nicht zuschlagen. Scarlet.
Dann ziehen wir uns einfach so, wir gehen einfach zunächst in die Katakomben. Und dann holen wir uns die Medizin. So. So, Katakomben. Ja, noch keinen Eingang entdeckt. Wow, jetzt aber hier. Gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sieht gut aus. Ach Gott, die macht mich wahnsinnig. Und irgendwie Laber, von denen ich weiß nicht. Ich habe keinen Plan und so weiter und so fort. So. An die waren die Lärchen. Jetzt, wo sind denn die blöden Katakomben? Mensch, bumm. Moment. Hier ist doch nichts, was wollt ihr denn? Ich geb's auf. Ich freue mich irgendwie schon ein bisschen, wenn ich im ersten Nahbezirk bin. Ja, langsam kann ich es auswendig. Oder und ja, alle auch. So, Katakomben, wo seid ihr? Habt ihr euch versteckt? Da ist noch ein Skelett drin, das habe ich sowieso gesucht. Bin ich jetzt blind oder so? Okay. Jetzt wisst ihr was. Wo ist denn die Königin vom inneren Katakomben? Hier. Na super. Zoomen. Ein bisschen Karte hilft immer. Okay, gut. Endlich die Katakomben gefunden. Warum ist das so beseelt? Ich verstehe es nicht. Ach, egal. Egal, gefunden ist gefunden. Ich sehe dich. Autsch. Kreis. Ich brauche auf jeden Fall ein Licht. Dämmerginster. Halt. Soll es aufheben. Oh. Au. Ich bin einer Stufe verstiegen, die sie einen Trophäe verdient. Wahrer Held. Wie viele verrückten Trophäen gibt's hier bitte?
Ach, er schon wieder. Halli, hallo. Was machst du hier unten, wenn ich fragen darf? Was macht er hier? Was machst du denn hier? Nun, ich muss den Gefangenen da hinten bewachen, bis er von meinen Männern abgeholt wird. Was hat er getan? Was hat der Mann getan? Das darf ich dir leider nicht erzählen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Genau. Auf Wiedersehen. Und wieder so eine Tür, dass ich nicht betreten kann. Oh, ich kann jetzt wieder das eine anzeigen lassen. Achso, da muss ich noch mit der komischen Frau reden. Ja, alles klar. Ein Schreiben an eine Dame. Der Händlerclan, hier bitte. Ist er hier irgendwo in der Karte? Sieht nicht ganz so aus. Und einbrechen kann ich auch nicht. Und reinzoomen erst recht nicht. Nee, rein kann ich auch nicht. Okay, gut. Mehr ist schon mal geklärt. Nee, okay, auf. Also aufheben kann ich auch nichts. Aber, Moment mal. Nee. Okay, gut. Eine Tür, die verschlossen ist. Und meine Lampe ist auf. Nein! Licht, mein Licht hat mich verlassen. Blöd. Was? Ich wollte das da hinten aufheben, ach egal. Kreis. Dreieck X Viereck Kreis, Dreieck, X, Viereck. Nur ein Schloss? Ich dachte, es waren zwei. Ach, egal. Gut. Alles mitnehmen mal wieder. Und ich brauche mir wieder Licht. Moment, ich habe 40 mal Tran. Ach Gott. So viel verbrauche ich ja. Mhm. Na egal. Das sieht verdächtig aus. Au, 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 au. So, danke für dein Blut, oh mein Gott. Nehmen wir diese Brackläufer. Ich weiß nicht, warum ich mit denen jedes Mal... Ja, wer ist denn da? Die Königin aller Königinnen. Ja. Hallihallo. Stopp, stopp. Unfair spielen auch noch. Sowas liebe ich mal wieder. Jetzt komm schon, komm schon. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich Brackläufer hasse. Zorn des Raben. Gib mir deine Schattenenergie. So, lauf erstmal hier lang. Ich brauch Schatten Energie.
Au! Boah, solche elendige Mistviecher. Unglaublich. Alleine geht ja noch mit Zeit. Das ist echt. Oh, das mag die einfach nicht. Auch immer schlimmer geht als die. Noch viel schlimmer und bewegt sich mir im Arsenal. Na, Halleluja. Na egal. Komm schon. Komm schon. Gut. Ich brauch noch Schattenenergie. Ey, es hat niemand erlaubt, jetzt ist es zu schlagen. Komm schon, geh drauf. Einfach nicht sterben. Verdammt. Wenn ich im Unfall diesen Gegner auslösen kann. Dann danke. Weiß es mal im Mund. Yes, okay. Vorsicht! Nein! Weg! Auchi. Bauchi. Ah, Vorsicht, geh weg da. Ganz halt Vorsicht. Ja, sie dreht wieder um. Warum dreht sie wieder um? Schiebe ich sie, kriegst du mal halten. Toll. Du musst irgendwas nehmen, was gut für sie ist. Also für was. Für mich gut ist, besser gesagt. Und am besten versuchen wir doch gleich mal diese Waffe. Ich weiß, hier wird nicht viel aufrufen, weil es nämlich keine Achse ist. Au, du elendiges Mistvieh. Vorsicht! Vorsicht! Meine Fresse. Nein! Boah! Das macht mich wahnsinnig, das Mistvieh. Immer diese Wrackläufer. Oh, Gott sei Dank, tot. Gott sei Dank. Gut, dann lass uns jetzt gehen. Gut, also. Nein, meine Lampe ist wieder aus. Immer meine Lampe. Tran. Lampe. Dankeschön. So, Backlöffelkönigin haben wir getötet. Das Versteck war ziemlich einfach zu finden. Oh. Ich hab genug von euch. Du hast mir alle meine Schattenenergie gestohlen. Meine ganze Schattenenergie. Naja, egal. So stark ist es. Habt ihr alle einen Vogelassassine? So, böse. Hey, aber diese ganzen Assassinen hier. Hier ist niemand. Hallo? Wollte gerade schon sagen, du.
Ach ja, habt ihr tolle Schwerter. Tschüssi, Bärchen. Ein Schloss, okay. Blau, grün, blau, lila, lila, rot, blau, grün, blau, lila, lila, rot. Gut. Jetzt hab ich schon fast wieder blau gedrückt. Egal. Also. Zwei Schlösser. Was finden wir in dieser Truhe? Grün, lila, blau, lila, lila, Entschuldigung, gelb, genau, gelb, rot. Also grün, lila, blau, lila, lila, rot. Alles meins, okay. Hier komme ich nicht weiter. Schade, schade, schade. So, wo geht's dann weiter? Nein, ich brauche die Karte. Ja, also das will ich nicht reinkommen. Quack, quack. Soll ich mich vielleicht anlügen, dass ich die Ablöse bin? Was machst du hier unten, wenn ich fragen darf? Gut. Auf Wiedersehen. Dann halt nicht. Aber veräppeln kann man hier die Leute. Hallo? Ich wollte da in den komischen Gang da rein. Danke. Denn ich bin hier noch lange nicht fertig. Ich hab dich doch schon hier getötet. Kannst du mir schneller sterben? Au! Das tut weh. Unglaublich. Unglaublich. Zum Glück hatte ich noch Schattenenergie. Boah. Klaut der meine wieder meine letzte Schattenenergie? Hab wohl nichts Besseres zu tun, oder was? So, Ausgang auf der Karte anzeigen lassen. Unfassbar. Diese Backdöpfe rauben mir noch den letzten Nerv. Aber es gibt schlimmere Gegner als die Backdöpfe, und das möchte ich wirklich mal sagen. Hallo, du kriegst einen Besuch. Hallo, Scarlett. Scarlett, komm mal rein. Danke. So, gib mir deine Energie. Dankeschön. Mama mia. Für keinen Gegner bleibe ich hier erspart. Rot, rot, blau, lila, rot, rot, blau, lila. Entschuldige, ich weiß gar nicht, warum ich gerade so viel gehe. Wieder vielleicht auch daran, dass wir es sehr früh haben und ich gerade mal aufgestanden bin, aber egal. Und mich dann einfach trotzdem hingesetzt habe und gesagt habe, du nimmst jetzt auf. Ja, und so habe ich dann aufgenommen. Okay. Also. Nein! Also alles habe ich noch nicht gesehen von hier wetten. Aber ich möchte trotzdem mal kurz diese Leiter hier verwenden.
Ladebildschirm. Oh toll, ein spezieller Schlüssel wird benötigt. Frag mich nur, wo ich gerade bin eigentlich. Nein, bringt mir nichts, bringt mir nichts. Gut, dann wieder die Katakomben betreten. Und dann, seit mein Spiel gespeichert hat, speicher schneller, führen wir die Katakomben im nächsten Video mit fort. Also bis dahin, ciao!